Can you tell me what I'm drinking? Forgetting what I ordered. Ball till we fall, Mr. Fourth Quarter. Sign off the tabs. Jo Leute, was geht ab? Ey, auf dem Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja Leute, ich hatte heute einfach nochmal spontan richtig Bock, mal ein neues Video hier zu starten. Da bei uns das Wetter jetzt im Moment nicht ganz so geil ist, es fängt jetzt wieder leicht an zu regnen. Jeden Abend gibt es halt immer so ein kleines Gewitter und so weiter. Und da denkst du mir, komm, setz dich nochmal ans Mikrofon und machst ein neues Video. Und ja, jetzt sitze ich hier und so. Vielleicht habt ihr gerade im Titel schon gelesen, es geht jetzt um das ganze Thema halt mit diesen Morddrohungen von bei Treyarch und so weiter. Und ja, vielleicht noch nicht ein paar von euch mitbekommen haben. Treyarch hat Black Ops 2, die AN und die Sniper halt, also Sniper und DSR und Ballista, ein bisschen runtergepatcht von der Präzision und vom Schaden her, weil die Waffen doch recht OP waren. So. Natürlich war es klar, dass sich wieder sehr, sehr viele aufregen. Ich habe mich selber auch ein bisschen aufgeregt, weil AN so meine Lieblingswaffe war bis jetzt. Und ja, keine Ahnung. Jedenfalls ist klar, man regt sich ein bisschen auf. Aber es ging dann echt so weit, dass der, ich will jetzt keinen Namen sagen, bevor jetzt noch einer von euch so just for fun auf die Idee kommt, den auch noch zu beleidigen. Dass halt eine gewisse Person, die bei Treyarch arbeitet, massiv beleidigt wurde. Und wenn ich massiv sage, meint ich das auch wirklich so. Sie wurde nicht nur ganz normal beleidigt mit der Durensohn, sondern richtig übel. Also er hat wirklich Morddrohungen bekommen. Wegen einem fucking Patch. Leute, werdet euch in euer Gehirn geschissen, Mann. Das ist ein Spiel. Er bekommt Morddrohungen. Er wird richtig hart beleidigt. Leute wünschen sich, dass seine Familie stirbt und so. Leute, was ist da los, Alter? Jetzt mal ohne Scheiß, was habt ihr im Kopf, ey? Jetzt mal ohne Witz, was da los, Elephant Slam wollen, so. Alter, Mann, ey, das ist übel. Stellt euch mal vor, wie der sich fühlt, weil er für ein Spiel, er arbeitet in der Firma, er macht einen Patch, damit die Waffen wieder ungefähr so sind wie die anderen. Auf einmal bekommt derjenige Morddrohung, Alter, was da los? Boah, es ist übelst, liebe Leute. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist schon ziemlich übel. Und ja, das Thema wollte ich jetzt einfach mal so bringen, weil mich das schon ziemlich mitgenommen hat. Nicht Spaß. Wollte ich einfach mal so bringen und auf jeden Fall cranker Shit. Und ich will mal hoffen, dass es auch wieder aufhört oder dass diejenigen, die wirklich so scheiß Sätze dem schreiben, wirklich dafür mal richtig schön drankommen oder so. Und ja, ist nur ein sehr, sehr kleines Video von mir, da ich jetzt mal ohne Witz, mir ist einfach kein fucking Thema eingefallen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ihr mal irgendwie Ideen habt, was ihr hören, was ihr sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin für alles offen, liebe Leute. Und auf jeden Fall korrekte Sache. Und ja, wie gesagt, ist nur ein ganz kleines Video. Und jo, im Hintergrund sehen wir noch ein Gameplay vom Armageddon Clan. Highschool Gameplays und so weiter gibt es auf dem Kanal. Ist natürlich da verlinkt unter dem ja, Gameplay-Abteil in der Beschreibung. Lasst mal ein Abo da, liebe Leute. Und ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, mein Minecraft-Kanal Sondercraft, auch in der Beschreibung verlinkt, den ich zusammen mit dem lieben Reason für. Und ja, das war's eigentlich für heute von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, auch nach unten, kein Problem. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut da rein, euer Lukas.